So, wir begrüßen heute das erste Mal in der Vorbereitung zur neuen Saison Ina Grossmann, die als Nationalspielerin jetzt hier beim THT auflaufen wird in der kommenden Saison. Erste Frage, wie hast du dich in Erfurt eingelebt? Ja, die ersten Wochen waren stressig mit Anmelden und gucken, wo man hin muss zu welchem Training, aber mittlerweile wird es immer besser. Ich bin gut aufgenommen von der Mannschaft, von dem her, das wird schon. Ich bin auf dem richtigen Weg, glaube ich. Wie waren die ersten Trainingseinheiten? Ja, intensiv, aber es ist Vorbereitung, von dem her, ich habe nichts anderes erwartet, was man so hört. Wir haben viele verschiedene Sachen gemacht, Soccer, Fußball, also Beachvolleyball, alles Mögliche, aber es war immer, wir haben geschwitzt, aber es war auch gut so. Und ihr habt die ersten Einheiten 12 Kilometer Lauf hinter euch gebracht? Genau, das haben wir auch schon erledigt, die ersten drei zumindest, es kommen ja noch ein paar. Ja, habe ich so in der Strecke noch nie gelaufen, aber wir haben es alle irgendwie geschafft und von dem her sind wir zuversichtlich, dass wir die nächsten 12 Kilometer auch ordentlich über die Bühne kriegen. Ja, die nächsten Highlights stehen ja an mit Turnier Most. Das wird dann also im August losgehen. Vorher noch ein paar Vorbereitungsspiele auch hier in Deutschland. Was erwartest du von den Fans? Ja, ein bisschen kennt man sie ja schon aus der Bundesliga, dass da immer die Post abgeht in Bad Langensalza. Von dem her gehe ich davon aus, dass sich da nicht viel ändert und es ist natürlich auch schön, wenn man von den Fans nach vorne gepeitscht wird und darauf freuen wir uns. Gut, dann herzlich willkommen hier in Erfurt, hier in Thüringen und auf eine schöne Saison. Danke.